Sie ist so oh. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr, sehr viele Events gemacht und ich glaube, da sind wirklich tolle Ideen dabei. Glaube auch, dass man die sehr, sehr erfolgreich umsetzen kann und würde mir auch wünschen, dass in Zukunft also auch das Thema natürlich Umwelt, Nachhaltigkeit da noch wesentlich stärker hineinkommt. Das Geld, das von den Missen gesammelt wird, wird bei SOS Kinderdorf für Bildung verwendet, für die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen in den SOS Kinderdörfern in Österreich. Also prinzipiell gibt es ganz, ganz viele tolle Ideen, aber es gibt immer welche, die ein Sprühen dabei haben, ein Glänzen der Augen, wo man einfach sieht, die versuchen das zu leben, denen geht das wirklich nahe. Und das sind meistens die Projekte, die am besten umgesetzt werden, weil man sich komplett dahinter stellt und auf das achte ich eigentlich. Da erleben wir immer wieder Überraschungen in den letzten Jahren. Wenn so graue Mäuschen, meine ich das nicht böse, ja, da entwickelt dann graue Mäuschen sich zum Beispiel in einem Vorstellgespräch ihres Projekts zum Löwen. Ja. Die kriegen auf einmal Energie, die kriegen strahlende Augen. Es ist schon toll, wenn man sieht, wie sie unterschiedlich an die Sache herangehen. Herzenswünsche, die vielleicht sie nie erfüllt bekommen haben, oder der Einfluss von zu Hause, der Einfluss auch von der Oma, von den Eltern. Und da merkt man auch ganz genau, wie die Mädchen zu Hause aufgestellt sind. Also man sieht da schon ganz genau, aus welchem Stall, aus welchem Elternstall die Mädchen kommen. Siegerprojekt Salzburg. Unser Charity-Projekt war ein Flashmob, ein musikalischer Flashmob, bei dem wir so viel Spenden wie möglich sammeln wollten für das SOS Kinderdorf. Ich glaube, wir haben die Jury überzeugt mit unserem Engagement, mit unseren innovativen Ideen und die Präsentation ist einfach toll gelaufen. Es fühlt sich wahnsinnig toll an, so etwas auf die Beine zu stellen und zu helfen und sich zu engagieren. Das ist die erste Startnummer, die gezogen wird. Meine Damen und Herren, in dieses Rennen geht mit der Startnummer 1 Jennifer Scholz. Das war nicht manipuliert. Also ich weiß nicht, wie viel Sprit das drin ist, wie weit es kommt, aber ich glaube, bis Italien dürfte es reichen. Ja.
es ist in der Früh immer eine tolle Atmosphäre, wenn die Gäste reinkommen, auch am Abend, wenn dann die Missen durchs Hotel spazieren. Es wird immer gern hingeschaut. Also die Gäste nehmen das sehr positiv. Dürfen wir nächstes Jahr wiederkommen mit den 20 schönsten Frauen Österreichs? Auf alle Fälle. Wir würden uns sehr geehrt fühlen, wenn ihr wiederkommt zu uns.